So. Hier ist alles immer sehr kundenfreundlich. So. So. 4,40. So, pass auf, jetzt. Bim, bam, bum. Sehr geehrte Kunden, eine Durchsage. Sie sind die besten Kunden, die wir haben. Vielen Dank. Bim, bam, bum. Ein bisschen für die Kundenzufriedenheit. So. Ciao. Sind ja auch die einzigen. Psst. Das sollte nicht so schnell durchschaut werden. Das war ein leeres Kompliment. So. So. Junge, Junge, drei Sushi-Tafeln? Meine Fresse. Ich hoffe, Sie haben Besuch. Was ist denn? Quallenfischen, Quallenfischen, Quallenfischen. Bim, 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 bididim. Oh ja, auch eine gute Durchsage, stimmt. Bim, bam, bum. Sehr geehrte Kunden, bitte nicht in den Fluren sterben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bim, bam, bum. Die Theme Hospital-Durchsagen hätte ich hier gerne. Das wäre irgendwie ganz cool. So. 2,60. Wenn ihr noch Durchsagen für mich habt, ne, dann so. 63, 50. So. Stoppti, 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 du. Ein Centstück haben wir schon gemacht. Natürlich haben wir schon einen Centstapel gemacht. Na klar. Also bitte. 83, 50. Schnappti, schnuppti, schnappti, schnuppti, da, schnuppti, schnappti, schnupp. Oh, Junge, der ist wieder lame. Ist der wieder lame da drüben? Guck ihn dir an. Mit seinen alten Gicht-Krakelfingern einfach. Weißt du was? Ich sollte dem Kassierer hier die Finger abhacken und als Schrimps verkaufen. So sehen die aus. So. Oder als Langusten. Ah. Bim, bam, bum. Sehr geehrte Kunden, bitte schwingen Sie Ihre Haxen. Wir haben Ladenschluss. Oh, in 2 Stunden erst. Bim, bam, bum. Sorry, mein Fehler. Bum, bam, bim. Ich dachte, es war schon 21 Uhr, ist schon so dunkel draußen. Aber es ist ja langsam Winter hier im Spiel, ne? So. So. Dann hier nochmal, 50 Cent. Bim, bam, bum. Sehr geehrte Kunden, bitte beachten Sie unser Spezialangebot. An Kasse 1 erhalten Sie heute Fingerschrimps. Für 99 Cent pro Schrimp. Bim, bam, bum. So, also Geld? Klar, 18. Ja, so. So, 40 Cent. Na, das wäre ja was gewesen. So. 83,80. So, Junge, Junge, Junge. Die sollen wenigstens mal viel kaufen, nicht immer nur so wenig Scheiße. Das soll doch nicht wahr sein. Die sollen viel Scheiße kaufen. So. 66, 1, 2, 3. Tippi, 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 tippi. So, 0, dankeschön. So. Oh. Bim, bam, bum. Werte Passagiere, wir haben unsere Reisegeschwindigkeit von 500 km pro Stunde erreicht. Leider ist es uns wegen eines Defekts nicht möglich abzuheben. Bim, bam, bum. Ich lese einfach vor. So. Warte, warte. Jetzt muss ich aber hier. 110,50. Sehr gut.
8000 haben wir jetzt. Langsam läuft's doch. Was ist ja lieber, Gronkh, Karten oder Barkunden? Immer Karte. Karte ist super easy. Blub, 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 fertig. Blub, 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 fertig. Easy. Wir haben Schluss. Ab zur Kasse jetzt mit Ihnen. Nicht zu meiner. Gut. Der Ganginspektor nochmal. Bam, bam, badam, badam, badam. Was ist mit ihren Haaren eigentlich? Trägt man das jetzt so? Bip, 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 bip. Ich bin Chef, ich brauche Überblick. Oh, mhm. Dreimal Lammkeulen, zweimal Eier, naja. Nochmal ein fettes Hähnchen obendrauf. Ah, die Lammkeulen sind wahrscheinlich die Füllung für die Hähnchen. Verstehe. Drei Hähnchen, drei Packungen Lammkeulen, ja. Und drei Packungen Mozzarella. Das ist aber die Füllung, wow. Der scannt aber langsam, ja. Ich sage ja, der hat Schrimpsfinger. Ja, einfach so, so. Der zieht immer so rüber. So. Another day, another dollar. Vier Leute unzufrieden, aber die mochte ich sowieso nicht. Hähnchen, Bleichmittel, Erdnussbutter, Müsli. Scheiße. Hähnchen, Bleichmittel, Erdnussbutter, Müsli. Hähnchen, oh geil. Hähnchen. Bleichmittel, Erdnussbutter, Müsli. Hähnchen, Bleichmittel, Erdnussbutter, Müsli. Hähnchen, Bleichmittel. So. Der Erdnussbutter. Ah, die war jetzt hinten, ne? Ne, hier. Die Erdnussbutter. So. Und Müsli. Aber welches? Dieses hier? 5,45 von... Das ist doch Müsli hier, ne? Also hier steht nicht Müsli, aber das wird als Müsli eingesortiert. Ich gucke mal den hier. 47 klingt vernünftig. 5,83 klingt auch vernünftig. Okay, haben wir. Muesli. So, Müslime. Gut. Haben wir alles? Dann haben wir alles. Und leere Regale haben wir auch noch. Mal gucken. Wie ist das eigentlich Müsli? Keine Ahnung. Ich... Wortschöpfung immer schwierig. Zweimal Honeybees. Ich hoffe, das reicht auch noch. So, pass auf. Erstmal hier die Rechnung. Honeybees. So, zweimal davon. Jo, passt. Zweimal Crispy. Zweimal Crispy und zweimal ja, ja. Oh. Alter, die Musik macht mich wahnsinnig, ne? Was ist denn mit der Musik? Das ist voll die Benny Hill Musik. Reiniger zwei Stück. So. Shampoo. Brauchen wir davon drei? Oh, wir brauchen sogar fünf Shampoo. Okay, ich mache jetzt mal zwei Shampoo. Shit. Bam, badam, bam, badam, bam, bam, schnubbe die da, die du schnupp die, schnapp die, schnäuf, schnapp die du. So, Junge, Junge, die haben viel gekauft diesmal. So, ja, jedes Mal fallen die Kartons um, es ist einfach widerlich. Ich warte auf den Tag, wo es nicht passiert. So. Das ist gute Supermarktmusik, die gefällt mir gut. So. Die dann dahin. Oh oh. Ja, hab ich mir gedacht. Wir haben wieder ein zu viel, ne? Weil die wieder genommen haben. So. Müsli in der Schweiz. Ist Müsli die Verkleinerungsform von Mousse? Was wiederum auf die ursprüngliche Herstellung einer etwas aufwendigeren Abendmahlzeit zurückzuführen ist.
Ja, Müsli? Hä? Achso, ich habe noch gar nicht eingeräumt. Ich wollte schon sagen. Ups. Zauberei. Nein. Rein da. So. Und vor allem die süßeste Sprache der Welt in der Schweiz? Du meinst, Schweizerisch ist die süßeste Sprache der Welt? Das ist die süßeste Sprache der Welt? Also die Schweizer können wirklich viel und sind wirklich tolle Menschen. Aber das ist niemals die süßeste Sprache der Welt. Also. Das hört sich an den Kehlkopfschaden. So. So, warte. Zweimal Susu. Entschuldigung. Wir wollen mal realistisch bleiben. Hat ein bisschen gedauert, bis ich es gelesen habe. Oder bis es ankam, die Info. So. Okay, gut. Was brauchen wir noch? Dreimal Honig, dreimal Nuss. Dreimal Honig, dreimal Nuss. So. Oh. Okay, Nuss mache ich zweimal. So. Was, wenn du das Lager voll machst und die Einräume mit dem Rest im Karton wieder kommen? Dann stellen die es einfach irgendwo hin. Also irgendwo in ein anderes Regal, wo noch leer ist. Wenn alle Regale voll sind, keine Ahnung. Dann weiß ich's nicht. So. Bim, bim. So. Okay. Ich wünschte auch die Lagerarbeiter wäre ein bisschen schneller. So. Schnipp-di-dip. Schnipp-di-schnäuf. So, okay. Einmal Susu noch, das normale. Ich hoffe, das stimmt auch so. Einmal Susu, das normale. Ich kann auch noch einmal Nuss nehmen, ne? Einmal Nuss nehme ich auch noch mit. Ich glaube, da passt noch eine. Ja, da passt noch eine. Honig haben wir, das haben wir. Einmal. Schon wieder Jaja? Jaja ist schon wieder weg? Meine Fresse. Okay. Klopapier einmal. Einmal Klopaper. Einmal blau, einmal rot. Einmal Klopaper, einmal blau, einmal rot. So. So. Dreimal Basmati. Dreimal Basmati. Einmal Macaroni. Alter, ich muss eine andere Playlist anmachen. Das ist mir Schugge bei dem Ding. Mischugge, sag ich. So. Schnupp die Schnäuf. Andererseits motiviert es natürlich auch ein bisschen, ne? So. Halt. Dim, bim, 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 bim. Schnüdeldiedeldüdeldü, schnüdeldiedeldadeldü. So. Einmal Klopapers. Benny Hill Musik hat man schon in der Richtung. Hat sich wirklich so angehört. Da. So. Dann Rot. Dann Basmati. Zweimal Ayran. Dreimal Parmesan. Warte. Zweimal Ayran. Normale Milch. Nö. Dreimal Parmesan. Nein. So. Cheddar zweimal, Mozzarella zweimal. Ach, ist gar kein Cheddar. Zweimal und Mozzarella zweimal. Haben wir. Einen haben wir noch frei. Eine Billo-Cola. Warte mal. Ha! Die Billo-Cola ist endlich weg. Nehmen wir noch einen normalen Käse. Scheiß drauf.
So. Ich bräuchte eine Melone. Für die Musik. Und alle tanzen in Charleston. Na los. Ich weiß gar nicht, wie man den tanzt, aber ich hab schon mal davon gehört. So. Schnupp-dip-dap, schnupp-di-doi, schnampf, die dumpf. Das ist wirklich SpongeBob-Musik. Wirklich ein bisschen so. So. Wupp. So. Gleich haben wir es wieder. Dann beginnt ein weiterer toller Tag in diesem Laden. Wir haben 6.000 Dollar. Ha. Oh nein, viermal Hähnchen. Natürlich viermal Hähnchen, einmal Pommes. Viermal Hähnchen, einmal Pommes. Viermal Hähnchen, einmal Pommes. Das sind die Achtereier hier, ne? Oh ja, Achter und Zwölfer brauchen wir beide. Eine Achter und eine Zwölfer. Bim, 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 bim. Zweimal Spaghetti. Wie konnte ich das übersehen? Ich habe die Hälfte übersehen. Hä? Nani? Okay. Noch irgendwas, was ich übersehen habe? Wasser ist drin. Eier habe ich jetzt. Zweimal Thunfisch. Ja, leck mich doch am Arsch. Was ist mit dem Thunfisch los? So. Le Thunfisch. So. Spaghetti, yo. Bam, badam, bam. Wird das Lager da hinten für immer reichen? Eigentlich nee, ne? Wir würden im Lager auch immer Probleme kriegen, glaube ich. Irgendwann werden Kunden nicht mehr alles kaufen. Oh nein, er räumt die Hähnchen weg. Ich hasse ihn jetzt schon. Ich hasse ihn jetzt schon. So. Pömse. Schnubbelidau. Schnubbelidau. Oh, da fehlen noch zwei. Zwei Achtereier. Okay, einmal Thunfisch noch. Dann zwei Achtereier. Ansonsten hat alles andere gereicht, ne? Jo, okay. Einmal Schoki können wir noch machen. Einmal Schoki, zweimal Papa. Einmal Schoki, zweimal Papa. Zweimal den Papa. So. Ja, was mit Hähnchen? Noch einmal Hähnchen. So, haben wir es gerade herabgesetzt? Dass wir es kaufen sollten? Zweimal Lachs können wir machen. Zweimal Lachs und zweimal Steak. Passt eh nicht beides rein. Zweimal Lachs. Und dann machen wir noch einmal Steak. So, passt schon. Dip, 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 di, 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 di. Gute Nacht, eigentlich schlafen gehen. Schlaf wunderbar und träum was Fantastisches. So. Der gute Norway Lachs. Norway for you. Dann hier der Kuchen. Big Daddy Kuchen. So, hoch. Bim, 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 bim. So. So. Dann noch einmal Steak. Sag mal, liegt's an mir oder vergeht mein Spiel die Zeit echt schnell? Wenn ich gerade auf die Uhr gucke, wie lange spielen wir schon wieder? Das liegt am Spiel, dass ich gar nichts mehr mitkriege, ne, von der Zeit.
So. Einmal Salz kann da rein. Zehn Minuten oder so. Deswegen wollen wir, dass du spielst. Ach so. Daran liegt's. Okay, ich glaube, wir sind gesettelt. Wir haben 5000 übrig. Was bringt so ein 24-7-Kanal? Unterhaltung für die Zuschauer. Allein das Ding kostet 3000. Das wäre zu früh, oder? Aber wir holen langsam auf. Wir holen langsam auf. Dafür, dass wir am Anfang so wenig gemacht haben, holen wir inzwischen auf. Okay, let's go. Schnupp die du, die Schnüdel, die dai. So. Die sehen aus wie diese, wie hießen die damals, diese komischen Musikgruppen, die mit diesen komischen Strohhüten und rot-weiß gestreiften Hemden. Diese Männer, die immer so Musik gemacht haben, dann lalalala, so a cappella. Wie hießen die nochmal? Nein, nicht Ellen. Nicht Ellen. Nein, nicht Blue Man Group, nicht, nein. Ja, ja, Barbershop-Quartett. Ja, die sehen aus wie ein Barbershop-Quartett hier. Aber eins aus dem Saarland, wenn ich mir so angucke. Aber so ein bisschen... Ich wollte dich nicht beleidigen. Barbershop war okay, bei Saarland geht er weg. Na gut, ich mache ihm keinen Vorwurf. Vorwurf. Was will man machen? Na gut. So, Quartett aus drei Mann. Ja, der eine ist krank. Nee, der ist noch nicht eingestellt. Dilililili. Puh. Was habe ich da gerade gesehen? Muss das Saarland sein, auf jeden Fall. Habe ich gesehen. Wasserflaschen sind zu teuer? Ich gehe mal kurz gucken. 3,10 völlig legitim und die hier 2,80 auch völlig legitim. Hä? Was zu teuer, Ombre? So, danke, ciao. Das waren Surrogates. So. 144,70. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Das ist ja nicht so viel. 19,70. War da gerade ein Typ mit einem Hoodie? Ja, aber ein Hoodie aus Menschenkopf. So, das war ein Hoodie aus Menschenkopf. So. Danke, ciao. Badam, badam, bam, bam. Badam, badam, bam, bam. Ein Heady. Nee, ein Heady ist was anderes. Das ist ungesund meistens. So. Ich gehe noch ein bisschen spazieren. Bei mir kommt eh kein Kunde. Ah, die schöne Luft. Kurz Raucherpause. So. So. Komm mal gleich, ich hab Raucherpause. So. Pause vorbei. Ich komme ja schon wieder. So. Man muss manchmal auch Pause machen, Leute. Darf man nicht vergessen. 27. Und 10. So. 71,20. Dankeschön. Ciao. Was darf sein? Bitte schön. Gnädigste. Natürlich. Das alles und noch viel mehr. So. 110,70. Prima. Und für Sie, mein Herr? Ein bisschen Lachs, ein bisschen Puderzucker und ein bisschen Süßkram. Na, Sie haben auch mal Geschmack. Das sieht man schon am Anzug. Dankeschön. Beehren Sie uns bald wieder. Tschüss. Mann, bin ich höflich. Ich bin sehr höflich. So.
So, 150. So, ciao. Wiederschauen. So. 161. Wow. Gerade viele Kunden. Läuft irgendwie gerade, ne? Heute mehr Kunden als sonst gefühlt. Oder die kommen einfach alle gerade auf einmal. Oh, holy. Gnädigste. 112,80. Wenn das weiter so geht, brauchen wir bald einen neuen Kassierer. War ein Witz. Wird nicht weiter so gehen. Ist heute nur ein bisschen Glück, was wir haben. 50 Cent, danke, ciao. So. Ich bin gleich wieder mit den Augen im Chat. So, 200. Oh ja, geil, dankeschön. Da, ja, vielen Dank. Naja, da kommt gleich wieder der Downer nach den 200. Hier, 1 Dollar zurück, ciao. Ich finde ja auch, sie sollten ruhig Trinkgeld geben, ne? So ein bisschen aufrunden oder so. Zumindest ab und zu mal. Ab und zu mal wäre fair. So, zweimal Thunfisch. Da wird heute Abend geschleckert. Einfach mit einem Löffel Thunfischcreme rauslöffeln. Mmh. Ist wie so ein... Schon wieder Wasserflaschen zu teuer? Warum? Die waren doch mal billig genug. Für unsere billigen Kunden. Hä? So. Ich muss bei den Wasserflaschen auch mal gucken. Das lässt mir keine Ruhe. Flotte ist es nicht, ne? Das müsste die hier sein, oder? 2,82 auf... Oh, 3,10. Okay, mach ich mal 3. Okay. Hat man ein bisschen reduziert. So, mein Herr. Ist das nicht E-Guy? Herr E-Guy, was darf es denn sein? So, 20 Cent, danke schön, ciao. So, 187, 10. Oh, 187. Oh, Straßenkampf. Oh, ho, ho. Seife. So. 65, 70. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. 7 Dollar. So. 55,70. Ist immer noch nicht Feierabend. Ich zähle aber die Minuten gerade. 1, 2, 3. Bim, bam, bum. Sehr geehrte Kunden, raus! Feierabend! Bim, bam, bum. So. Möchte man manchmal sagen. So. Aber Idioten stellen sich ja bei dem langsamen Kassierer an. Die kommen heute nicht mehr nach Hause. So. Und 153,30. Prima. Für Sie nochmal her, natürlich, klar. Das machen wir noch gerne. Das hier nicht. So. La, 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 la. Ich persönlich mag lieber, wenn du Aufbauspiele spielst. Aber das ist ein Aufbauspiel. Wir bauen hier gerade einen Supermarkt auf. Also, freut mich. Ich freue mich sehr, dass ich deinem Geschmack entspreche heute wieder. Toll. Fantastisch. So. 16 und 90. Prima, da habe ich alles richtig gemacht. So, bim, bim. Wir müssen nämlich bald wieder Lizenz kaufen. Um weiter auf- und auszubauen. So, huch. Dankeschön, tschüss. So. Ich würde die Musik auch gerne bei Aufbauspielen spielen. Bei New Cycle würde ich gerne diese Musik abspielen im Hintergrund. Das wäre irgendwie cool. Hä? Um die Zeit? Wer verirrt sich denn hier noch um die Zeit hin? Twain Kitty, warum bist du noch wach? Hast du auf die Uhr geschaut, junges Fräulein? Warum bist du denn noch wach? Na nü? Oh, sind wir fertig?
Hallo, Kunden. Kein Kunde mehr da? Kein Kunde mehr da. So. Ich weiß auch nicht. Ja, ja, fühle ich ein bisschen. Ich liege auch schon im Bett gerade. Zumindest in der Theorie. Naja, zwei Kunden nur noch. Wir nähern uns ein bisschen an. 400 Supermarktpunkte, geil. Pizza, Kuchen, Parmesan. Pizza, Kuchen, Parmesan. Pizza, Kuchen, Parmesan. Pizza. Parmesan und dann noch Kuchen. Parmesan. Und noch Kuchen. Aber welcher Kuchen? Big Papa Kuchen? Oh, der ist aber definitiv zu teuer. So. Oder der hier. Oh ja, der. So. Haben wir. Das haben wir gemacht. Jetzt warten wir noch, bis die hier fertig sind. Dann bezahle ich schon mal unsere, na gut, unsere Rechnungen. 10.000 aber gerade. Was spielst du um 4 Uhr? An Mirum. So. Oh Gott. Oh Gott. Bis wir das weg haben, ne? So. Schnuppdi, schnuppdi, schnuif, die schnuff. Schnuff, die schnuif, die schnuff, die schnuif. Schnuff, die schnuif, die schnuff, die schnuif. So. Milch. Milch. Milch und Milch. Gute Nacht, an die schlafen gehen. Einmal Pizza. Oh. Ich will nicht mehr das Lager einräumen. Ich will nicht mehr. Viermal Kartoffeln. Ich will nicht mehr. Kartoffelsack. Hast du Spaß am Spiel? Ja, ich amüsiere mich prächtig. Es gibt nichts Schöneres. Einmal kleine Sushi. So, kleine Sushi. So. So. Ich will nicht mehr. So. Aber Arbeit kann man sich halt nicht aussuchen, ne? Was will man da machen? Es ist zu realistisch. Wisst ihr, wie alt Gronkh bin? Ist 35. So. Aber in Katzenjahren. So. Okay, dann hier noch einmal Milch. Milch, 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 Milch. Toast, zwei Käse. Okay, Brot. Zwei normale Käse. Ja, ein Cheddar kann man noch mitnehmen, ne? Ein Cheddar kann man noch mitnehmen. So. Das ist ein sehr schöner Anzug. Und diese Manchetta-Knöpfe erst. Mm. So, dann Mozzarella noch einen. Und einen Parmesan noch einen. So. Puh. Hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier ist auch voll. Eine norwegische Krustenkuppe brauchen wir noch, oder? Ich glaube, ja. Wie heißt das Ding nochmal? Miesmuschel, Griesmuschel, Jakobsmuschelgratin. Nee, Moussaka war das, oder? Nee, ist schon richtig. Das Gratin. Das war Gratin. Susu jeweils. Susu jeweils eine. So. Zweimal Süßi oder haben wir noch einmal Pablo? Einmal Pablo. So. Als besonderen Service spielen wir heute Musik aus der Kindheit unserer Zuschauer. So. Ich müsste eigentlich auch noch sepiafarben. Ich muss das Bild noch sepiafarben machen eigentlich. Ja. Ich bin wieder 12.
heißer. Ich kann es noch. So, warte hier. So. Bim, bim. Da müsstest du bei mir aber Mozart spielen. Oh, ja, na gut. Da hast du einen Punkt. Na gut. So. Warte, hier noch der. Pemini, selbstgemacht aus der Kühltruhe. Ja, ich am liebsten essen, selbstgemacht am liebsten, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe nur aus der Kühltruhe. Ich kann's halt auch nicht, ne? So, Macaroni. Neiart, bist du neu hier? Jeder weiß, wann ich geboren bin. Jeder hier weiß, wann ich geboren bin. Das ist kein Geheimnis. Du hast jetzt kein Secret aufgedeckt. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Aber jeder weiß das hier. Es wird nur gerne ignoriert. So. Weil wenn die Leute sich mit mir, mit meinem Geburtsdatum beschäftigen müssen, dann müssten sie sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit beschäftigen und das macht ihnen Angst. So, ein Klopapier. Und deswegen verstecken sie sich hinter ihren Witzen. Hinter ihren Age-Shaming-Witzen. Ja, so läuft das hier. Ja, so läuft das hier. So, brauchen wir noch Spaghetti? Spaghetti. Ein Schokipix, ein Spaghetti. Okay, oder drei Kaffee. Ein Schokipix und dann noch drei rote Kaffee. So. Da-da. So, oh shit, der Kaffee ist ja alle. Was ist das denn passiert? Ewig nicht mehr nachgekauft. So. Boah, ich hab neulich, ne? Apropos Alter. Ich hab neulich, ich weiß nicht mehr, wo es war, ein Video gesehen. Jon Bon Jovi, 80 Jahre alt, wie er Tanzübungen macht. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich mal die 80 erreichen sollte, falls das passiert, Junge, ich möchte nur ansatzweise noch so geschmeidig bleiben wie der Kollege. Noch ansatzweise möchte ich so geschmeidig bleiben. Ich weiß nicht, ob der genau 80 ist, aber so um die. Aber alter Schwede. So. Ist der erst 62? Da stand aber 80 mit bei. Ach, Mick Jagger war das. Entschuldigung, Mick Jagger? Das war Mick Jagger. Okay, dann war es Mick Jagger. Entschuldigung. Mick Jagger. Wie alt ist denn der? Ist der 80? Nudeln. Kaffee kann ich gleich 6-mal kaufen, ne? So. Ist ja egal. Ja, aber trotzdem. Das war so krass mit den Tanzmoves. Das war so krass. So. Jagger ist 80. Okay, Mick Jagger ist 80. Okay, okay, okay. Dann war der das. Oh, zweimal Grüngesöff hier. Bevor ich es kaufe, warte ich nochmal ab. Der trägt es gleich wieder zurück. Ich ahne es. Tanzt du die Moves überhaupt noch? Tanzen kann ich. Und mache ich auch immer. Bei jeder Gelegenheit. Nur jetzt gerade nicht. Ist ja keine Gelegenheit. Tanzen ist cool. So. So. Dann einmal Süßis. Peter Kraus ist auch 80. Was? Ich weiß nicht mal mehr, wer das war. So. Oh Junge, den Kaffee hauen die auch gleich wieder weg, ne? Ja, Mick Jagger war der von Broses. Ja, das war der, genau. So. Halt hier. Oh Mann, wir brauchen noch zweimal. Ja, ja.
Junge, die haben auch wieder alles weggekauft. So, ja, ja. So. So doof. Einmal Handseife. Einmal Handseife. Einmal Handseife. Was brauche ich denn noch alles? Handseife. Ich will die Bestellung voll kriegen. Zweimal Joghurt. Oh, Joghurt müssen wir nachbestellen. Das ist immer mal noch was Neues. Zweimal Joghurt. Zweimal Apfel, einmal O. Und Wasser fehlt auch. Heilige. Zweimal Apfel, einmal O. Und zweimal Blue Label Wasser. Junge, 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 Junge. So. So, dann kommen die gleich wieder und nehmen es wieder weg, ne? Ja, natürlich. Nehmen mir einfach alles weg, was ich hier einsortiere. Natürlich. Macht meine Arbeit zunichte. Das Wasser noch in der Ecke stehen. Haben wir das gute Blue Label noch in der Ecke stehen? Die räumen es ja eh gleich wieder weg. Oh ja, ein Blue Label haben wir noch stehen. So. Die räumen es doch eh gleich wieder weg, oder? Da ist es schon weg. Okay. Wir gucken mal. So. Schade. So, haben wir es wieder in der Ecke stehen. Das haben wir auch in der Ecke stehen. Gute Nacht, allen schlafen gehen. Okay. Das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Oh, einmal Käffchen noch. Prima. Sind wir soweit ready? Okay, das kann ich später nachbestellen hier, ne? Die beiden. Kann ich später nachbestellen. Wir haben noch ein bisschen Vorrat. Einmal grün. Ich glaube, wir können jetzt noch theoretisch einen Tag machen. Wir könnten auch die Lizenz holen, natürlich, ne? Aber die kostet halt 3000. Dann hätten wir nur noch 5000. Ich glaube, wir sollten noch einen Tag machen mit der Lizenz. Wir sollten noch einen Tag machen. Damit wir uns die Sachen noch leisten können. Ich will die Lizenz auch holen, aber ich will es vernünftig machen. Bam, 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 bam. Bim, 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 bidim, bidim. Ja, kaufen Sie, mein Herr, kaufen Sie. Ist das nicht Schlorox? Oder? Ein bisschen? Moin, Schlo. Ich wäre auch an mir vorbeigegangen. Naja. Da machst du nichts. Was kauft ihr denn so? Ach, schon wieder vorbei. Nicht viel. La 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 la. Oh, das kennen wir ja schon. Das Lied kennen wir schon. Das ist unser Song. Das ist gerade der Chat im Hintergrund. So, speichern, gute Idee. Das ist der offizielle Chat-Song. Keiner kommt zur Kasse. So, guten Tag. Nur die drei, mehr nicht. Na gut. 18:30 bitte. Oh. Würde ich auch nehmen, aber leider geht das nicht. Dim, dim, de, dim, dim, de, dim, de. Was ist teuer? Joghurt ist zu teuer schon wieder. Also da kann ich echt nicht mehr helfen. Ich kann die Sachen nicht mehr günstiger machen. Dann verzeichne ich ein deutliches Minus. Das geht einfach nicht. Ich glaube, Leute beschweren sich einfach unabhängig vom Preis. Die wollen sich nur beschweren.
So. 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 Bam, 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 bam. Bim, 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 bim. Erik macht täglich 5K und sagt deutliches Minus. Ich sagte, wenn wir den Joghurt vergünstigen, ja, dann haben wir auch keine 5K mehr. Ich sitze hier eh nur meine Zeit ab als Kassierer. Naja, die 50 Jahre kriege ich noch hin. So. Die Musik hört sich an wie die 70er Jahre Verkehrsfilme immer. Eine Frau im Straßenverkehr. So. Okay, Kartoffeln und ein bisschen Eier, na gut. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 30 Cent. Ich habe eben für die Lizenz mit dem Sushi allein für den Wareneinkauf 9.000 ausgegeben. Die Frage ist, wo hast du 9.000 her? Zu dem Zeitpunkt. Das ist die viel größere Frage. So. Also ich kalkuliere immer knapp am Limit. So. Dim, bim, bim. So. 120,90. Dankeschön, ciao. Bam, badam, 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 bam, badam, badam, bam, badam, badam, bam. Ich hatte von dem Upgrade noch 21k, aber warum? Warum hast du vorher noch kein Upgrade gemacht? Hä? So. Dankeschön, ciao. 200 Dollar, ja. Wir machen inzwischen größere Verkäufe manchmal. Geil, ciao. Wir kommen ab und zu schon mit um die 200-Dollar-Marke. Ich freue mich. Voll geil. So. Na los. So. 27, 1, 2, 3. Bubbidi-bub. So. Und 81,80 der Herr. Oh, ich will nicht mehr. Meine Augen versagen schon ihren Dienst. So. Danke, tschüss. So, danke, tschüss. So, Moment. So. Was ist das denn? Was ist denn diese Playlist eigentlich? Hast du noch nicht feste Streamzeiten? Freitag 18 Uhr ist der Mainstream. Und Sonntag 18 Uhr, kann man eigentlich auch schon sagen. Freitags meistens Gaming, vielleicht mal Reacts. Sonntags auf jeden Fall erstmal Reacts und manchmal Gaming. Aber wir sind flexibel. Wir sind flexibel. Schnuppdi, schnuppdi, schnäuf, die, schnuppdi, schnuppdi, schnäuf. Bim, bam, bum. Sehr geehrter Kunden, mir ist langweilig. Kommen Sie doch an Kasse 2. Bim, bam, bum. Ich meinte aber nicht, dass du hier mit drei Produkten angeschissen kommst. Ich brauche Herausforderungen, Leute. Ich brauche Herausforderungen. Schmeißt mir richtig was aufs Band. Nicht so wenig. Na los, ja, heraus. Ja, so, so will ich das. Ja, danke. Na, endlich mal jemand. Fordert mich heraus. Danke, ciao. So. Na, endlich. Okay, danke, ciao. Da, 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 dum, bam, bam. So.
Und 40-30. Also weit. Bam. 10 Cent. Ciao. Bim, 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 bim. So. Oh, Junge, Junge. Als du damals mit YouTube angefangen hast, hast du ein Mikro oder Headset-Mikro benutzt? Nur Headset. Und ich glaube noch ein relativ billiges. Damals war das alles noch nicht so wie heute. Damals! Aber ich habe relativ schnell auf so ein Ding gewechselt. Ich glaube sogar als einer der ersten, wenn nicht der erste Let's Player mit so einem Mikro. Glaube ich sogar. Bin fast sicher. War relativ zügig. Mit Mischpult und so dazwischen. So, wupp, wupp, wupp. Viel experimentiert. Oh. Nein. Bim, bidim, bim, bidim, bim, 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 bidim. Dafür war die Qualität ziemlich gut. Naja, hör dir mal die ersten Dinger an. So. So, 171, 10. Dürfte ich bitte mal die Kundentoilette benutzen? Ja, natürlich, die ist hier drin. Einfach reinscheißen, mache ich auch immer. So. 12 und 20. Dum 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 dum. War's das schon wieder? 12.000 aber jetzt. Träumchen. Ich hab keinen Bock, das Lager einzuräumen morgen. Das hier wird auf jeden Fall weniger, das ist gut. Shampoo. 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 6,48, da mache ich mal 6,70. Ich mache noch günstiger. Oh ja. Oh ja, oh ja. Okay, wir müssen leider den Lagerraum wieder irgendwie. Oh, gar keinen Bock. Der Lagerraum, der macht mich kirre. Ich bezahle erstmal unsere Rechnung. Hurra! Ihr Mitarbeiter hat mich beleidigt. Ich verlange 25 Rabatt auf alles aus der Tiernahrung. Sehr geehrter Herr Hamster, unser Mitarbeiter kann Sie gar nicht beleidigen. Haben Sie mal in den Spiegel geschaut? So, was? Jedenfalls, Susu. Wir brauchen Susu. So. Entschuldigung. Nein, Sie sind der beste Kunde der Welt. Ein vortrefflicher Kunde. Der Mitarbeiter beleidigt einfach nur alle, damit er selber besser dasteht. Entschuldigung. Es könnte ich selbst sein. Wie er wieder ist. Ich habe doch nur unseren Mitarbeiter geschützt. Aus irgendeinem dummen Grund. Eigentlich war dumm von mir. Ich sollte die Lumpenhunde gar nicht schützen. So, Crispy. Haben wir nicht noch eine Packung Crispy? Ja, hier. Crispy. Ja, haben wir drin. Ab sofort kaufe ich im Biomarkt nebenan. Der Biomarkt nebenan, ja, wenn man hier rausgeht, ja, dann muss man hier reingehen. Hier ist der Biomarkt nebenan. Ich habe Ihnen den Weg gerne gezeigt, ja? Prima. Freue ich mich. So. Ich helfe doch gern. So, sonst haben wir hier einmal Rot, dreimal Nudeln. So, dreimal Nudeln. Und einmal rotes Mehl. Einmal rotes Mehl. Einmal Clean Dish. Ach du Scheiße. Fünfmal gelb. Fünfmal gelb. Was ist da denn passiert? Ich mache erstmal zweimal. Und dann mache ich gleich direkt hinterher dreimal. So. Holy shit. Nudels. Zu viele Nudels. So. Bam, 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 bam.
Sag mal. Naja. Kommt bestimmt gleich wieder. So, Nudeln hier. Ich glaube, bald haben wir's. Rotes Mehl, rotes Mehl. So. Zweimal da. Uff. Wird die Straße jemals aufgeräumt? Ja, bestimmt. Man muss optimistisch bleiben. Sag mal, sind die Susus? Was ist denn? Was soll das denn jetzt? Okay, gut. Aber einen Susu brauchen wir noch, ne? Machen wir das hier. So, einmal Clean Dish oder haben wir das schon? Habe ich Clean Dish schon reingepackt? Kommt mir gerade so bekannt vor. Habe ich Clean Dish schon? Nee. Aber ich wollte. Ich wollte. Ich war motiviert. So, okay. Einmal grün und einmal Turk. Einmal grün, einmal Turk. Einmal grün, einmal Turk. So. Einmal Toast. Käse geht noch. Oha. Okay. Einmal Toast, einmal Thun. Einmal Toast. Einmal Thun. Und irgendwas brauche ich noch. Von den kleinen Eiern brauchen wir eine Menge, ne? Da fehlt eine Menge inzwischen. Was machen die denn hier gerade? Hier ist ja alles weg. Was machen die denn? Ich glaube, die klauen für zu Hause. 100 pro, die klauen für zu Hause. Okay, hier haben wir jetzt aber alles, ne? Komm, ich mach noch einmal Salz, dann ist die Lieferung voll und dann machen wir richtig weiter. Salz, immer Füllmaterial. So. Wo ist denn hier Yelp? Da oben ist Yelp. Einmal Susu. Einmal Klinisch. Einmal Grün Limo. Die Sprüht. Unsere Sprüht. So. Willst du mich verarschen? Der hatte wieder eins unterwegs, ne? Der hatte wieder eins unterwegs. Ich hasse die so sehr, die Kollegen. So. Salz, Füllmaterial, Thunfisch einmal. Weh, Thunfisch fehlt nichts mehr. Dann hau ich. Ich hasse diese Kollegen hier. Ich hasse sie so sehr. Was bringst du jetzt wieder weg? Mein Thunfisch schon wieder. Okay, wir brauchen viermal Kartoffeln, viermal Hähnchen. Viermal Kartoffeln und viermal Hähnchen. Eigentlich fünfmal wahrscheinlich, ne? Zweimal Pommes. Ach du Scheiße, das Sushi war ja komplett weg. Holy shit. Ich mach einmal Normalkäse. Als Füllmaterial wieder. Verdient ist verdient. Ich habe kein Mitleid. Es trifft die Richtigen. Der klaut mein Hähnchen jetzt wieder direkt, ne? Der klaut direkt mein Hähnchen aus dem Lager. Ich hasse die so sehr, ne? So. Gleich kommt der Nächste und klaut Kartoffeln. Pass auf. Ich hab's genau gewusst. Ich hab's genau gewusst. Nimm deine Drecksfinger von den Kartoffeln. Noch einmal Thunfisch. So. So, noch einmal Käse. Ein Hähnchen, zwei Pommes. Noch ein Hähnchen. Und Pommes. Die kaufen Hähnchen wie Sau. Ich wünschte, die wären teurer. Okay.
Das haben wir, aber wir brauchen noch 6 große Sushi, ne? 6 große Sushi. Und einmal Moussaka. Oh boy. Teuer. Das ist aber nur noch teuer. Mehr ist das nicht mehr. Konga 10k? Naja, ich hatte. Ich hatte. So. Da waren sie einmal kurz da, die 10k, da waren sie gleich wieder weg. So. Ich wollte gerade darauf antworten. Sehr deutlich. Okay. So. Sushi ist drin. Haben wir alles wieder? Ich glaube, wir haben alles, ne? Was war mit den Eiern hier? Ich habe das Gefühl, wir werden bald mal fehlen hier. Wir bräuchten die 8 Eier noch, aber ich glaube, wir werden noch mal überleben. Hoffe ich. Ach so, wir müssen eh nochmal bestellen. Wir brauchen noch White Label Water. Wir müssen eh nochmal bestellen. Ist egal. So, davon. Dann, von den Eiern brauchen wir noch, ich sag mal, 3 Achter Eier. Wahrscheinlich 4. Nee, die sind das hier, ne? Die hier. 4. 4 davon. Hier von 2. Welche sind welche? Die 12er sind die... Das sind die 12er, ne? 12er eine und 2 Achter. 12er eine und 2 Achter. Und einmal Süßi. Einmal Süßi. So. Junge, Junge, Junge. Wie gewonnen, so Zaron. Ich muss pinkeln. So. Nein. Da. So. Dann hier. Wasser. Dann haben wir wieder. Okay. Die Frage ist, können wir uns das Upgrade jetzt leisten? Die Frage ist, können wir uns das nächste Upgrade, die nächste Lizenz jetzt leisten? Könnten wir das? Oder... Huch, oder eher nicht so. Weil die kosten uns halt 3000 und wir hätten nur 6000 dann übrig, um die Sachen zu kaufen. Und mit Lager werden wir auf jeden Fall mehr brauchen. Ich gehe vorher pinkeln. Aber ich glaube, wir sollten zumindest noch einen Tag machen, oder? Ich glaube, wenn wir das Lager noch füllen wollen, wird es schwierig irgendwann.